Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Planet Zoo auf meinem Kanal. Da bin ich wieder zurück und in der Pause habe ich es tatsächlich hingekriegt, die Station hier auszubauen. Und zwar, man geht hin, also ich mache es jetzt nicht, weil sonst werde ich wieder dahin geportet. Und löscht einfach das nächste Stück da, wo man es haben will, wählt dann Bauen der Station aus und dann verlängert die sich automatisch da dran. Ich hoffe, der Eingang stimmt da noch, aber ich glaube, es sieht gut aus. Die rennen auch dahin. Cool gemacht. Extrem cool. Wir haben jetzt... Wie viel haben wir jetzt? Gute Frage. 19. 19 Wagen. Das ist schon deutlich besser als 5. Muss man ja ganz ehrlich zugestehen. So. Das habe ich hier gemacht. Da nicht, weil da ist das ein bisschen schwer. Da staut sich das jetzt. Ich denke... Ja, kommt drauf an, wie schnell die einsteigen können. Sollten wir vielleicht die Geschwindigkeit trotzdem noch verlangsamen. So, damit die länger unterwegs sind und sich die nicht anstauen da. Dauert natürlich jetzt auch ein Weilchen, bis Leute da sind, denn... Ich nehme an, leer fahren die gar nicht. Das ist natürlich... Jetzt kommen die hier an. Sehr interessant. So, was ist deren ihre Meinung? Kann ich die auch anklicken? Nee, lässt sich nicht. Es lässt sich nur die Station anklicken. So, jetzt sind wir da bei 270. So, ja, es müssen sich zuerst wieder Leute ansammeln. So, und ich habe einen Entschluss gefasst und tut auch irgendwie weh. Aber er musste jetzt sein und den werde ich jetzt so durchziehen. Hier sind schon wieder so viele Leute. Es tut mir leid, aber das hier wird die letzte Folge Planet Zoo sein. Ich könnte es jetzt schon an. Ihr dürft gerne abschalten. Nee. Das wird die letzte Folge sein fürs Erste. Und es heißt nicht, dass ich nie mehr weiterspielen werde. Aber ich finde einfach so ein paar Dinge in diesem Spiel, die aus meiner Sicht, aus einer Let's Play-mäßigen Sicht, sehr schwer zu bedienen sind. Und schwer zu gebrauchen sind. Und das macht es sehr schwer, dieses Spiel hier auf YouTube zu Let's Playen. Es hängt jetzt nicht von unserem Geld ab, denn das seht ihr, ist wieder besser. Ich habe ein paar Tiere verkauft in der Pause. Das hängt auch nicht ab von den Klicks oder so auf YouTube. Das hängt nicht ab, auch was von auch immer. Es sind einfach die zahlreichen Dinge in diesem Spiel, die einem das Leben, ehrlich gesagt, schwer machen. Und... Das heißt, nicht unmöglich machen, aber schwer. Ihr merkt es auch an der Performance, das ist ein Teil. Also, hier die Leute. Es ist alles sehr schön und detailliert gemacht. Aber ihr seht, es sind einfach zu viele. Und dass du dann nicht einfach ab einer gewissen Menge die Leute nur noch simulierst hier unten, aber nicht mehr anzeigst. Bestes Beispiel dafür zum Beispiel im Landwirtschaftssimulator. Die Kuhweide zum Beispiel, hat man 200 Kühe, werden trotzdem vielleicht nur 40, 50 angezeigt. Und das sind alle. Egal, wie viel du dann hast. Das wäre hier, glaube ich, auch das Beste gewesen. Klar kann man sagen, hier ist es performanter. Aber auch hier, also ihr seht, dass so viel performanter ist es nicht. Also wenn ich jetzt so auf das optimiert hätte und nicht so Personenströmen hätte, ja, wäre vielleicht ein bisschen besser. Mag ich anmerken, ja. Dann, das Weitere ist natürlich das Tierhandling. Also, wenn man das privat spielt, dann ist es ja kein Problem. Dann hat man ja alle Zeit der Welt, kann man ja Pause drücken, kann sich hier die Warnungen anschauen, über jedes Gehege. Aber selbst dann wundert es mich, wie Leute hier den Überblick behalten können. Also, wir machen ja ständig was. Wir bauen was, wir schauen da, dort, dies. Und du musst so oft, musst du... Tiere verwalten. Außer du gibst natürlich überall denen einfach ein Mittel, damit sie gar nie Junge kriegen. Aber dann erhältst du ja fast keine Energiepunkte oder Arterhaltungspunkte, weil du ja keinen Junge in die Wildnis freilassen kannst oder verkaufen kannst. Wir haben übrigens die alle verkauft, auch bis auf einen, glaube ich. Ja genau, der da ging nicht weg. Stellen wir den nochmals rein. So. Also, dann erhältst du ja keine Punkte und kannst so keine neuen Tiere holen. Die einen sind ja nur so zu holen. Das ist ein bisschen das Problem da. Das ist auf jeden Fall... Und deshalb musst du ja Junge haben, aber gewisse Tiere bekommen schneller Junge als andere. Klar, kannst du die wieder ausschalten, aber... Das
macht es auch da wieder komplizierter, sage ich mal. Also, dass es da nicht ein System gibt, du stellst jetzt einen Mitarbeiter ein, der vielleicht so und so viel kostet, aber dafür auch für diese Dinge schaut und da Befehle weitergibt, das wäre halt schon, ja, das würde einiges hergeben. So, wie sieht es eigentlich mit dem Fahrgeschäft aus? So ist echt klasse, sagen noch 20%. Dieser Zoo ist sehr geräumig. Er fährt mit der Gondel. Das gefällt ihm auch. Also es gibt uns bestimmt einen Boost. So, was ist denn die potenzielle Einnahme? 478. Also man kann es natürlich... Gut, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt den nicht so aufgebaut. Den Zoo. So, das sind die Gehege. Auch da. Dann kannst du dir Pause drücken, Zeit nehmen und die Gehege aufräumen. Aber das kann ich halt in einem Let's Play nicht. Weil sonst wäre es noch... langweiliger, sag ich mal ganz ehrlich. Also, es ist jetzt nicht langweilig gewesen, aber wenn man dann auf jedes Detail achtet, dann schaffst du auch fast nichts in einer Folge. Das ist halt einfach so. So, was protestieren die hier? So, der ist in einem schlechten Zustand. Ja, der ist da in seiner Box. Auch das hier. Die werden in die Box, weil es denen nicht gut geht, weil das Wohlbefinden tief ist. Und was auch immer jetzt da wieder der Grund ist. Da ist das Einzige, die Futterbeschäftigung, die ihm nicht gefällt. Auch das. In welcher Zeit soll ich Zeit haben? Die ganze Zeit? Ich weiß nicht, rage ein bisschen. Aber ich möchte jetzt einfach mal die Vor- und Nachteile aufzählen. Die ganze Zeit diese Lebensqualität hier auszutauschen in den Gehegen. Also ich meine, wir haben jetzt die Hälfte der Tiere aufgenommen. Wir haben keine Affen, da sind sehr viele noch, aber wir haben etwa die Hälfte der Tiere hier so aufgenommen. Du hast keine Zeit, überall dann wieder jedes Gehege zu checken und neu zu überarbeiten, habe ich einfach so das Gefühl. So, und das zeigt sich auch das Fahrgeschäft sehr positiv. Wenn hier niemand einsteigen will, dann fährt das nicht. Das ist natürlich... Und hier auch, wenn da keiner einsteigen will, fährt es einfach nicht. Und das finde ich auch wieder eine sehr interessante Sache. Weil die hier... Ja, da fehlen zwar 3 Sitze, aber der kann doch losfahren. Also... So, 498 Gäste. So, da ist die maximale Geschwindigkeit. Das wäre schon das Ziel, dass man mal noch was verdient daran. Aber wenn die sich da jetzt stauen, dann... Und hier, die sich die Schlange staut, dann frustriert das wieder nur. Also immer diese Aktivitäten, das ist zwar cool gemacht, so viele verschiedene, aber es sollte in der Perspektive einfach zu platzieren sein und dann wäre das für sich erledigt. Also es gibt eine Einstellung für das. Können wir mal schnell reinschauen. So, das ist die Benutzeroberfläche, die ist ja auch sowas für sich. Globales, vertikales Andocken. Tiereinstellung. Also die Alterung von Tieren kann man verlangsamen. Ah, und man kann hier, da ist eine Anzahl von Gästen für 6000 eingestellt. Wie soll ich denn jemals mehr bekommen? Ah ne, die ist nicht eingestellt, aber kann man einstellen. Okay, ist eine Einstellungssache. Die Frage ist dann, kommen nicht mehr? Also komm, wir stellen das mal ein. So, machen wir mal 3000. Okay. So, werden jetzt Maximum 3000 gerendert, oder wie? So, weil ich sage, 3000 war es noch flüssig. Also können wir gleich mal testen. So, jetzt geht natürlich die Hälfte raus. Aber es werden dann trotzdem noch 6000 an Einnahmen gezählt. Das wäre für mich okay. Dann hätte sich das Problem schon mal erledigt. Ein Problem weniger. So, jetzt staut sich aber immer noch alles da. Dann auch dieses Verbinden zum Server. Gut, klar, es gibt auch noch einen anderen Player-Modus, wo man auf das verzichten kann. Aber ich wollte schon irgendwie ein Franchise bauen, weil die Idee dahinter ist eigentlich recht cool. Dass du verschiedene Zoos aufbaust, die dann auch deinen Leuten zeigen kannst. Und so weiter und so fort. So, es ist tatsächlich so, die Leute gehen nicht raus. Dann stellen wir doch das mal... 1000. So.
Sieht zwar dann sehr leer aus, aber vielleicht läuft es flüssiger. Wer weiß. So. Dann auch das Baumenü. Wir haben ja das nur leicht angekratzt, denn es gibt ja hier Baupläne. Also man kann eigene Pläne erstellen mit diesen Häusern und kann die auch selbst zusammenbauen. Das ist ja auch sowas. Hier, Bau. Da hast du so viele Ideen und so. Gut, die einen sind auch so falsch herum. Aber ihr seht, wie weit man da runterscrollen kann. Unendlich. Also der Content, der ist im Grunde genommen eigentlich sehr gut da. Da kann man nichts sagen. Also sehr viel Content vorhanden. Er ist einfach ein bisschen ungleichmäßig verteilt. Auch das Pflanzen und so, sehr cool gemacht. Und auch Wege und so, alles gut, alles gut. Das ist soweit schon gut. Einfach irgendwann die Übersicht zu behalten über alles, das ist der Management-Aspekt, der ist ein bisschen schwer. Muss man ehrlich sagen. So, jetzt sind wir schon im Minus. Jetzt schauen wir mal schnell auf die... Nee, nicht auf die Kosten, sondern da. Ausgaben. So, verletztes Tier, Mandala. Haben wir überhaupt so eines? So, die Rückerstattungen sind hochgegangen wieder mal. Lohnkosten müssten gleich bleiben, weil wir haben nichts verändert. Bei den Einnahmen. Also wir haben nur noch halb so viele Einnahmen bei den Tickets. Nee, da kann ich diese Einstellung nicht einstellen, weil das ja dann meinen finanziellen Aspekt beeinflusst. Habe ich das Gefühl. Oh, habe ich das überhaupt angewendet? Ja, habe ich. So, weil wenn ja die Ticket-Einnahmen zurückgehen, dann liegt das ja an dem. Das ist ja... Also auch das Kastenbauen mit den Spendenbüchsen und so weiter und so fort, recht cool gemacht. Einfach in der Performance-Lage. Ihr seht, es sind jetzt nur noch... Es sind nicht mehr so viele Leute da und trotzdem... läuft es nicht flüssig. Also... Und dann auch das... Das Verteilen der Leute und so, das ist natürlich, das muss man lernen. Das kann man auch nicht im ersten Durchgang, so wie das mit den Bahnen auch. Ich wollte jetzt das einfach noch austesten. Aber ihr seht, wenn jetzt an einem Ort nicht viel los ist und ich dachte eben hier eine Station zu machen, damit hier Leute aussteigen und da mehr los ist, aber das hat schon mal nicht gut funktioniert, wie man sieht. Und so bringt die Bahn überhaupt nichts, wenn alle dastehen dann. Dann ist ja die frustrierende Aspekte wieder sehr hoch da. Auch der Schnee und so gefällt mir ganz gut. Da lagert sich auch Schnee ab. Das ist alles cool gemacht mit den Lüftern. Und so weiter und so fort. Ja, da kommt halt hier der Aspekt. Wir waren schon lange nicht mehr in der Forschung. Da ist bestimmt so einiges fertig. Jawohl, seht ihr. Ja, so einiges. Auch die Forschung, ganz cool. Also, dass du da weitere Dinge freischaltest und so weiter und so fort. Es kopiert sich natürlich und die Informationen. Also, man lernt sehr viel kennen. So. Oh, Vivarienarten züchten. Also, die Hilfe, die ist okay. Die ist jetzt nicht überragend. Aber hier diese Hilfe über die Tiere. Ich habe schon einige Tiere kennengelernt durch das Let's Play. So ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Gut, ich war jetzt auch kein großer... Kein großer Experte, ganz ehrlich. Aber auch da, dann gehst du hier in den Tierhandel. Das ist ja auch so eine Sache, da habe ich auch so meine Erfahrung gehabt. Wie der einfach, es ist ja schön, handelst du mit anderen Leuten auf der Welt und Anfrage bestimmt die Nachfrage. Also das Nachfrage bestimmt ja, die Höhe des Preises, den Preis. Das ist ja alles ganz cool, aber dass dann der Filter zum Beispiel hier nicht der Reihe nach geht, dem Alphabet, und das so ewig geht, etwas auszusuchen, das ist mühselig. Ganz ehrlich. Das ist einfach mühselig da. Und dafür habe ich die Zeit leider nicht. Es tut mir leid. So, jetzt machen wir aber trotzdem noch etwas. Was machen wir dann noch in der letzten Folge? Also der Kritiker ist da, das ist ja auch ganz cool, dass es so einen Kritiker gibt und so weiter und so fort. Die Straßen sind leer gefegt. Oh, gut, jetzt gibt es wieder Geld. Jetzt gibt es plötzlich wieder Geld, weil die Einnahmen der Ticketverkäufe... Ja, jetzt habe ich in einem halben Jahr wieder so viel mit Tickets eingenommen wie letztes Jahr gesamt. Das macht einfach wieder den Unterschied. Plus beim Geschäft, da haben wir auch aufgedoppelt. Und klar, wir hatten da ein bisschen wenig, relativ lange. Aber wir haben uns da verbessert, glaube ich.
Dann sind so Dinge wie das Marketing, was halt auch so eine Sache für sich ist. Wir machen jetzt mal noch eine Online-Kampagne da. So, die Zahlen sind besser geworden, ganz klar. Aber sind natürlich immer noch nicht so perfekt. So, sie geben 15 Cent für den Transport aus. Sehr, sehr gut. Gäste, letztes Jahr, wir haben nur 1200 Gäste gehabt. Das macht natürlich das Ganze aus dann. Auch Verbrechen, ganz cool. Hier die Diagramme, das ist für mich zu wenig übersichtlich, ehrlich gesagt. So, von dem her. Höchste Attraktivität, der Elefant, aha. So, Zuruf, das Marketing hinkt ein bisschen hinterher. Gastbildungsbewertung. Auch da, das Mitarbeitermanagement. Also wir haben ja überall diese Hütten verteilt und man könnte ja Gebiete zuweisen. Aber auch das, ich habe keine Zeit, das alles zuzuweisen. Das dauert einfach so ewig. Ah, das war wirklich nicht gerade so ein Erfolg. Ihr seht, wenn hier Leute einsteigen wollen, dann geht es schon weiter. Also jetzt sind ein paar hier. Oder steigen auch ein paar aus. So wollte ich das ja. So, dann geht's weiter. Ja, die steigen komplett aus. Jetzt bin ich nur schnell mal gespannt, wenn jetzt keine mehr warten. Aber jetzt kommen plötzlich alle und warten hier. Das war natürlich klar. Das war wieder mal klar. Aber trotzdem, bis die da eingestiegen sind, ist ja die Gondel schon fast wieder rumgefahren. So gefühlt. Also wir haben wirklich nur einen kleinen Teil des ganzen Spiels gesehen. Und ich empfehle euch wirklich, wenn ihr die Zeit habt, dann kauft euch das Spiel, wenn ihr es noch nicht habt. Und spielt es selbst. Es macht wirklich Spaß und man lernt auch was in dem Spiel. Denn es hat ja auch einen realistischen Bezug dazu. Also mehrheitlich, sagen wir es mal so. Und ja, du kannst da wirklich Stunden verbringen drin. Einfach, die Performance ist aktuell echt, ja, die könnte besser sein. Und dann halt schon das erste DLC veröffentlichen, naja, oder. Und jetzt sind die ausgestiegen und gleich wieder eingestiegen da. Das habe ich jetzt gesehen. Und auch hier in jedem Gehege dann überwachen, wie viele Tiere das in dem Gehege gerade sind. Also jetzt hier nur als Beispiel. Der taiwanische Schwarzbär. Immerhin, hier ist es auch nach dem Alphabet, oder? Jetzt gehe ich hier hin. So, jetzt sehen wir haben nur noch zwei Männchen, kein Weibchen mehr. Habe ich natürlich verpasst. So. Gehen wir hier auf den Markt. Dann suche ich hier diesen besagten Schwarzbär. Der mal wieder ganz oben ist, fast. So, und jetzt habe ich ja Glück. Jetzt kann ich für das Geld den kaufen. So, kann ihn dann hier direkt verlegen. Wenn ich jetzt aber mehrere Tiere kaufen will. So, Versand ist geplant. Da muss ich wieder hier draufklicken und weiter. Wenn ich jetzt Tiere von hier, dem Menü, das ist übrigens das schnellste Menü, also wie ich das gefunden habe. Jetzt seht ihr, haben wir hier die Vivarien wieder voll. Die Schnecke. So, das heißt, das schnellste ist, hier alle markieren. Da sind echt viele Schnecken da. Ich kann da gleich da unten auch noch ein bisschen mitnehmen. Dann zum Handelszentrum, weil direkt verkaufen kannst du ja nicht. So. Ne, das soll auch mit ins Handelszentrum. Dann muss ich in den Vivarienhandel. Weil, gut, ich habe jetzt 30 Platz. Man kann auch mehr Platz haben, gebe ich zu. Verkauf die da, gehe wieder hier auf Zoo und muss den Filter noch einmal einstellen. Da. Klar, ich kann das auch anders filtern, aber dann speichert sich das wieder anders. So. Und dann wieder von neuem markieren. Musik, Atmosphäre ist wirklich schön. Also auch die Musik, die jetzt gerade wieder spielt, da sage ich gar nichts dagegen. Sind natürlich die Bavarien wieder verstopft.
So, und so kommst du doch auch noch gut an Geld. Also, das bringt doch einiges an Geld. Und ich verstehe auch, dass sie da keinen Handel gemacht haben mit anderen Tieren. Also, das ist eigentlich gut separiert. Aber nach einer Weile wird es dann auch schwer. So. Ich frage mich schon, warum die alle da anstehen. So, und es wäre jetzt wieder schön zu wissen, welche Station das hier ist. Ist es Station 34? Nein, ist es nicht. 39? Ja. Okay, so lässt sich abbauen. Aber auch da, ich kann ja nicht hier draufklicken. Ich sehe nicht, welche Station das hier ist. Und dann ist da wieder die Frage, ob dann wieder so viele Leute hier stehen gleich. Dass das auch aufgeht. So, schicken wir die mal weg. Auch das mit den Besuchern. Also da werden auch die einen Freunde, die ich auf der Freundesliste habe, gewählt und so. Ist das wirklich nötig? Braucht es das wirklich? So, die steigen aus. Einer steigt ein. Und die Gondel wartet, bis sie voll ist. Ja, dann kommt es wieder zur Verzögerung. So, jetzt fahren sie rum und jetzt sind sie natürlich alle hier. Aber da war noch besser vorhin, da sind noch mehr Leute eingestiegen. Naja, winterlicher Zauber. Ich würde sagen, das ist das letzte Bild von meinem Zoo. Da kennt man ein bisschen alles. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Das war's von Planet Zoo. Ich spiele gerne weiter, wenn ein paar Dinge, es müssen ja nicht alle Dinge gefixt sein, aber ein paar Dinge sich verändert haben, dann würde ich gerne weiterspielen. Ich halte mich auf dem Laufenden und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder bei Planet Zoo. Oder wir schauen uns natürlich mal in einem Livestream wieder mal rein und spielen weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich werde es sehen. Besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder am anderen Projekt vielleicht auf dem Kanal. Ja, bis dahin. Tschüss. Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain. I hope I will. Gonna build a mountain. Gonna build it hard. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try.